So, Dille, moin zusammen. Ja, ich nehme jetzt mal die Preiserhöhung bei der NWW oder die Preisänderung bei der NWW zum Anlass, dass wir heute mal drüber diskutieren, warum, weshalb, wieso. Ja, wie vielleicht manche von euch gemerkt haben, die beim ADAC die Ladekarte hatten, die über die NWW lief oder läuft immer noch. Ja, nähert sich die Zeit der kostenlosen Ladekarte-Angebote ein bisschen dem Ende. Ich denke, aus Perspektive der Firmen kann man es auch irgendwie verstehen, weil natürlich wollen die Firmen gerne, gerade wenn sie auch einen Ladesäulenbetreiber sind, wollen sie natürlich ihre Investitionen wieder reinholen. Das ist ja vollkommen klar. Und fährt hier einfach rum, na egal. Die Methode, wie sie das machen können, ist natürlich, dass sie ihre eigenen Angebote ein bisschen günstiger machen und vor allem auch, dass man sich die Leute einloggt mit Hilfe von Grundgebühren, von monatlichen. Ist ja auch klar, ne? Wenn ihr eine Grundgebühr zahlt und dann billiger laden könnt bei NBW oder bei Ionity oder sei es drum, wer es ist, ist es ja egal, dann werdet ihr natürlich auch bevorzugt zu Ionity oder zu NBW oder so fahren. Ist ja vollkommen logisch, ja, macht ja im Endeffekt jeder so, weil er natürlich sagt, ich habe die Grundgebühr bezahlt und ich möchte natürlich auch davon profitieren. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum dann zum Beispiel eben bei der NBW selber der Preis günstig ist, aber bei den anderen relativ teuer. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, NBW wird da die Preise ändern und das Preismodell, muss man eigentlich sagen. Und das wird in Zukunft so aussehen, dass ihr tatsächlich für Nicht-NBW-Ladesäulen verschiedene Preise habt. Ja? Die reden gerade von einer Spanne von 59 Cent bis 89 Cent waren es, glaube ich. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatte ich doch irgendwie auch bei einem Projekt, was ich mal gemacht habe, so ähnliche Preise, na egal. Und ja, das wird natürlich für die Leute, die eben auch andere Ladesäulen als NBW benutzen, dann eben entsprechend teuer. Aber für den ADAC-Tarif gilt was Ähnliches. Wer einen ADAC-Tarif hat, der hat sich ja auch schon eine E-Mail von der NBW bekommen, beziehungsweise vom ADAC. Ja, und wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, ja, sind ja auch die ganzen diversen anderen Anbieter, also Elli mit den VW, Audi, Skoda und so, die darüber laufen, die haben eigentlich auch seit geraumer Zeit eine Grundgebühr, wenn man es ein bisschen günstiger haben will, den Kilowattstundenpreis. Und die wollen die Leute zu ihren sogenannten Selected Partnern einloggen, logischerweise. Ob das jetzt funktioniert, weil die Preise nicht so wahnsinnig attraktiv sind, sei mal dahingestellt, ja. Ähnlich ist es natürlich auch mit dem Ionity Passport, der ja günstiger geworden ist. Ich sage jetzt mal lieber nicht, wie der Preis ist. Ich glaube 5,99 Euro waren es oder 4,99 Euro. Ja, das ist halt unschön, ne? Also wir hatten es jetzt mal eine Zeit lang, insbesondere mit dem NBW Mobility Plus, dass man praktisch bei jeder Ladesäule das Gleiche gezahlt hat. Ich denke mal, das ist besonders für Leute, die einsteigen, ziemlich schön, weil man sich einfach keine großen Gedanken machen muss. Okay, Ionity war eine Ausnahme und EWE Go zuletzt. Für die Leute, die schon länger dabei sind, ist es jetzt, was gerade kommt, eigentlich ein Rückschritt, ne? Also man muss ja eigentlich wieder bei jeder Ladesäule gucken, von welchem Anbieter ist die? Ist der jetzt der Anbieter als teuer eingestuft oder ist er als günstig eingestuft bei dem jeweiligen Ladekartenanbieter oder Ladeanbieter, den ich benutzen möchte? Es ist einfach, also ich persönlich finde, es ist ein Rückschritt. Ich finde es schade, dass die Anbieter sich genötigt fühlen, das so zu machen. Ich vermute, es liegt nicht nur an dem Einlog Wunsch und an dem Wunsch, dass man die Kundendaten natürlich selber haben möchte, sondern es liegt einfach auch daran, dass sich die Ladeanbieter mit den Vorleistungspreisen, nenne ich es jetzt mal, also den Preisen, die man als Anbieter von einer Ladelösung bezahlt bei dem Betreiber der Ladesäule, dass die sich da einfach nicht einigen können. Ich kenne das von früher, dann ist es zum Beispiel so, dass halt NBW sagt, nee, bei uns ist halt teuer, ja, dann sagt natürlich der andere Anbieter, ja, wenn es bei euch teuer ist, dann machen wir eure Säulen teuer. Und ihr kriegt meine Säulen auch nicht billiger. So läuft der Hase dann. Aber logischerweise haben die Firmen natürlich kein Interesse, da irgendjemandem was Gutes zu tun, nur damit die E-Mobilität gefördert wird. Ist natürlich schade, aber sorry, das sind Wirtschaftsunternehmen, das ist nun mal so. Ja.
Und was man auch sieht gerade, glaube ich, ist, dass der Preis fürs DC-Laden sich wahrscheinlich um die 59 Cent einpendeln wird, vielleicht ein bisschen drüber. Habe ich schon vor ein paar Jahren gesagt, dass ich glaube, dass 59 Cent so ein Preis sind, mit dem ein Ladesäulenanbieter Geld verdienen kann. Ich denke, das konnte man vor ein paar Jahren auch schon ganz gut sehen, zum Beispiel bei Fastnet, weil Fastnet war, soweit ich das weiß, die ersten, die Ladesäulen aufgestellt haben und operativ, im Operativgeschäft wohlgemerkt, auf eine schwarze Null gekommen sind oder sogar Geld verdient haben, und die hatten schon ganz früh 59 Cent. Da gab es einen riesen Aufschrei. Oh, ist das teuer, ist das teuer? Muss man jetzt mal natürlich überlegen, wenn ihr zu Hause, sagen wir mal, für 30 Cent oder ein bisschen drunter ladet, habt ihr natürlich auch schon die Infrastruktur gebaut, ne? Also eine Wallbox angeschafft oder in eurem Haus die Verkabelung gemacht und sowas, ja. Das muss man ja eigentlich als Investition noch mit dazu rechnen. Und da finde ich jetzt 59 Cent als Preis fürs Schnellladen an HPC oder DC eigentlich, finde ich eigentlich ganz fair. Also ich finde, damit kann man leben. Es ist natürlich, wenn man es mal ausrechnet, so, dass wenn man Autos miteinander vergleicht, jetzt zum Beispiel ein Diesel dieser Größe mit so einem E-Auto dieser Größe, dann ist man da mindestens auf der Autobahn vielleicht nicht mehr günstiger mit dem E-Auto. Ist die Frage, muss es günstiger sein? Ja, wäre vielleicht schon schön, weil das Auto teuer ist. Ist halt jetzt inzwischen einfach nicht mehr so. Ist schade, aber was willst du machen, ne? Ja, also wir fahren ja bald in Urlaub. Ich ärgere mich jetzt noch nicht, weil der Urlaub liegt noch in der Zeit, wo die Preise auch bei NBW einheitlich sind. Ich ärgere mich aber schon über Elli zum Beispiel, beziehungsweise Audi Charging. Ich habe da nachgeschaut, jetzt gerade für Norwegen, wo wir hinfahren. Da muss ich also echt sagen, ich muss eigentlich den größten Tarif nehmen, den Highway, Drive Highway oder wie der heißt. Für 12,99 Euro ist, glaube ich, gerade die monatliche Grundgebühr. Nimmt man dann halt für einen Monat und kündigt es hinterher wieder. Nicht wegen den Preisen in Deutschland, weil die sind einfach, sorry, ein bisschen unverschämt. 73 Cent fürs DC-Laden, also pro Kilowattstunde ist echt ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Da findet man schon was Günstigeres. Aber der Unterschied ist, ich möchte natürlich im Ausland, also in Norwegen, komfortabel laden. NBW fällt da raus, weil die haben bisher keinen Norwegen angebunden. Dann bleibt halt noch Elli, und ich werde da tatsächlich Elli Original sozusagen nehmen und nicht Audi Charging, weil einfach Audi Charging bei den Preisen, die sie fürs Ausland aufrufen, mindestens bei den Preislisten, die verfügbar sind, deutlich teurer sind als Elli. Verstehe das, wer will, ist die Preisliste nicht abgedatet, das ist mir auch piepegal. Ich nehme das, wo ich weiß, dass es ein bisschen günstiger ist. Und ja, ich werde natürlich noch ein paar andere Ladekarten mitnehmen. Aber ganz ehrlich, im Urlaub mache ich mir da jetzt nicht so einen Kopf, ob ich jetzt das günstigste Angebot rausfische. Das ist mir einfach zu dumm. Ja, wenn da eine Ladesäule ist, dann wird da geladen. Ich werde dann auch für Skandinavien auf jeden Fall noch zwei, drei andere Anbieter dabei haben. Gerade mehr ist ein Ding, was man gut benutzen kann, auch wenn es relativ teuer ist in Norwegen. Und oh, Audi Presence. Ist nur einer abgebogen von mir. Und ich werde dann gucken, dass ich zum Beispiel Elton, was mir empfohlen wurde, benutze. Also gerade bei den großen Tankstellenketten Circle K in Norwegen ist das eigentlich mit die einzige Möglichkeit, die ich kenne, mindestens bisher, mit der man da laden kann. Also okay, mit Circle K App selber könnte man laden. Als ich das letzte Mal probiert habe, konnte ich die App nicht runterladen, weil ich nicht in Norwegen bin. Na gut. Also beziehungsweise kein norwegisches Handy habe, und das möchte ich natürlich nicht, das Betriebssystem auf Norwegisch umstellen. Das kann man nur einmal im Monat oder so machen bei Android. Genau, das werde ich mir angucken, und ich denke, dann ist man gerüstet. Ja, und ich werde doch nicht so wahnsinnig viel laden, denke ich mal. Wir fahren zwar ein paar tausend Kilometer, aber das ist ja relativ langsam. Da verbraucht das Auto auch nicht so viel. Ja. Jetzt habe ich viel geredet. Fazit von der Geschichte: Ich glaube tatsächlich, wir machen gerade, was das Elektroautofahren und das Laden außerhalb von zu Hause angeht, einen Rückschritt.
weil es einfach wieder so zerfasert und man für jede Region, jeden Ladesäulenanbieter schon fast eine eigene App, eigene Ladekarte braucht. Also das finde ich schon, das missfällt mir extrem. Ja. Ich fand eigentlich wirklich die Preise bisher bei Elli ganz okay und ich fand sie ja auch bei NBW mit den 60 Cent, ja, kann man auch sagen, AC-Laden, schon ein bisschen teurer, ne? Fand ich aber so, dass ich gesagt habe, okay, da zahle ich schon, ne, wenn ich nicht dauernd draußen lade. Für die von euch, die dauernd draußen laden müssen, weil sie keinen Homelader haben oder keine Homelademöglichkeit, ist es natürlich echt ein Problem. Ne? Also ich verstehe euch total. Das ist natürlich echt für den Business Case, sag ich mal, für ein Elektroauto ist es natürlich fatal, ja, dass es so teuer geworden ist. Ja, aber was will man machen? Jetzt warten wir mal ab, wie die Preise sich entwickeln, was die NBW jetzt auch mittelfristig macht, ob sie das wirklich durchhalten mit dem bis zu 89 Cent. Ja, man wird sehen. Gut, ich würde sagen, das war's mal für heute. Haltet weiter die Ohren steif und fahrt weiter elektrisch. Bis demnächst. Ich kann jetzt nicht die Kamera dunkel machen. Ich muss hier ein bisschen fahren. 230, ein bisschen aufpassen. Also, bis dann.